Hinweis von P2M an Sie alle, die Sie VIP-Karten besitzen. Der VIP-Raum ist geöffnet bis 20 Uhr zu Ihrer Rechten dort durch. Und der Peter ist ausrichten, dass die VIP-Bar zu Ihrer Rechten und ausschließlich die rechte Getränkebar zu sein gedenkt. Also bitte für Sie alle, die Sie hier diesen Status haben, der VIP-Raum ist bis 20 Uhr geöffnet und die Bar ab sofort. Center cell, please. Ring frei, Runde 2, Round 2. Second down, please. Ring frei, Runde 3, Round 3.
не на силу. Прости, раз-два. Раз-два. Не чекай. Für Sie alle, die World Boxing Council, die WBC, bevorzugt ein sogenanntes Open Scoring. Das heißt, die Punktrichter werden bekannt gegeben und ihre Wahlen nach der zweiten und vierten Runde. Und da stand es in Favor of zugunsten von Rivignac nach der zweiten Runde 2018, 2018, 19, 20. Second cell, please. Ring frei. Runde 4. Round 4. Давай, давай, давай! Ау, раз-два! Раз-два!
Seconds out, please. Ring frei. Runde 5. Round 5. Eins, eins, zwei. So, Erik, jetzt. Ja, also, das soll wohl so sein. Bisher hat man mich nicht gehört. Jetzt ist Erik mit dabei. Ich höre dich. Ja. Ich höre dich. Aber. Okay, naja, gut. Ich höre dich noch nicht so richtig gut über einen Lautsprecher oder über einen Kopfhörer, aber egal. Besser als bisher. Ich glaube, wir kriegen auch gleich eine Rückmeldung. Erik, cool. Du bist aus Rostock jetzt gekommen. Du warst bei Hansa, hast 3 Punkte mitgebracht. Und jetzt mit mir hier am Ring. Aus haben sich beide Boxer nach der 5. Runde redlich verdient. Ich schuldige noch den Punktestand nach der 4. Runde. 40, 36, 39, 37 und 39, 38. 40, 36, 39, 37, 39, 38. All in favor of für Pavol Rybnak. So Leute, ihr habt im Chat reingeschrieben, dass wir gut zu verstehen sind. Nichtsdestotrotz haben wir hier noch kleine Probleme am Ring. Erik hört mich gut, ich höre Erik nicht. Das ist natürlich ein bisschen schwer, weil ich nicht verstehen kann, was er sagt. Aber egal, wir kriegen das irgendwie hin. Erik, stell dich doch mal kurz vor. Ja.
Boxen haben sie schreibt Erik. Erik zu leise. Mann, 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 das ist nicht schön. Auch für uns ein bisschen schwer, irgendwie zu kommentieren. Ja, Leute, ha. Machen wir es anders, denn hören wir jetzt erstmal nur mich. Lars versucht die technischen Probleme zu beseitigen. Ja, ich muss mich jetzt auch erstmal reinfinden, gerade frisch aus dem Hansa-Spiel gekommen oder vom Hansa-Spiel gekommen. Auf jeden Fall sehen wir einen sehr intensiven Kampf. Wir sind jetzt momentan, ich denke, in der 6. Runde. Genau, Runde 6. Ja, ich kann noch nicht viel zu dem Kampf sagen. Ich weiß nicht, wie die Anfangsrunden waren. Es sieht aber auf jeden Fall sehr umkämpft aus. Guter Ausfall. Auswärtshaken, ja. Linker Haken. Ja. Ist auf jeden Fall nicht mehr so viel. Schöne Treffer jetzt. Das ist ein Kampf auf Augenhöhe. Hier wird nur noch gekämpft. Genau. Oh. Ich weiß nicht, ob man das sieht, der hat einen Cut am Kopf, aber der Kampf wird wohl weitergeführt. Jetzt gibt es Anweisungen vom Referee. Jetzt gibt es Die schenken sich nichts, die Jungs. Ausweichbewegung. Treffer. Mehrere Treffer jetzt. Beide treffen, beide nehmen sich nichts. Oh, starker Treffer am Kinn von Smoev. Tut mir leid, weil ich die Namen noch nicht so habe. Ich muss erst mal gucken. Uma Tasmoev und Pavlo Divniak. Wilde Name auf jeden Fall. Aha. So. Ah, die Kondition ist auf jeden Fall weg, das sieht man bei beiden Kollegen. Aber sie kämpfen. Noch wieder super Treffer, aber ein super Seitwärtshaken jetzt. Muss mal gucken, genau. Und jetzt zwei Treffer. Und jetzt geht er zum Boden, aber war kein Treffer. Es geht weiter, der Ringrichter wird nicht abbrechen. Die kämpfen beide, sehr gut. Was eine Runde, super Runde auf jeden Fall. War auch nur 6 Runde, war die letzte Runde. Ich bin gespannt aufs Ergebnis. Wie gesagt, ich habe nur die letzten 2 Runden gesehen. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr ausgeglichener Kampf. Und ja, man sehen, was die Punktrichter zu dem Kampf sagen. Für mich jetzt schwer zu betrachten und schwer zu bewerten. Hab 2 Runden gesehen. Für mich wäre es jetzt, von der jetzigen Konstellation, wäre es jetzt ein Unentschieden. Klar, aber wie gesagt, ich habe die erste Runde nicht gesehen, deswegen kann ich das leider nicht bewerten. Wir werden sehen. So, ich lese auch nebenbei den Chat. Hat Golaga gewonnen? Das weiß ich tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich bin gerade erst gekommen, aber das kann ich bestimmt irgendwie rausfinden. So, jetzt sind wir mal gespannt, wer diesen Kampf für sich entschieden hat. Jetzt sind wir nochmal Highlights, schöne Kombination. Ja, die beiden haben sich auf jeden Fall nichts geschenkt in dem Kampf. Ja, hat er. Top hat gewonnen. Super. Und hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde in Stralsund, das Urteil des Kampfgerichts Redepip, ich werde den Kampf 60-55. Oliver Brien, 58-56. 58-56 und Irene Kostenko 59-56, alle in favor of für den Boxer aus der roten Ecke, neuer Juniorenweltmeister im Pulitzergewicht aus Tschechien, Pavol Rychlíček.
Ja, herzlichen Glückwunsch zum neuen Junioren-Weltmeistertitel. Ja, war auf jeden Fall sehr intensiver Kampf. Genau. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Titel, auf jeden Fall. Super, alles klar. Ja, dann machen wir uns auch bereit schon für den nächsten Kampf. Das wäre denn Steven Nutka gegen Wilmer Baron. Steven Nutka aus Leverkusen gegen Wilmer Baron aus Kolumbien. Ein Kampf über 6 Runden in der Super Middleweight Gewichtsklasse. Ah ja. So. Ich melde mich dann wieder zum nächsten Kampf, dieses Mal mit ein bisschen mehr Expertise, weil dann kann ich den Kampf auch von Anfang an bewerten, oder was? Alles klar, dann.